Hallo und herzlich willkommen zum neuen Repaint-Tutorial. Heute wollen wir den MAN F90, die Wechselbrücke des KI-Fahrzeugs sozusagen, repainten. Und ich habe mir gedacht, die Deutsche Post fehlt noch irgendwie, deshalb habe ich mir hier schon mal das Logo rausgesucht. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, was wir uns hier alles zusammen kopieren. Also erstmal, wer das hier versucht zu öffnen, ja, da kommen wir nicht weit. Das ist aber gar nicht schlimm. Da gibt es einen relativ einfachen Trick. Und zwar mache ich jetzt mal hier, ich nehme mal den, der hat hier schöne weiße Flächen, da können wir nachher gut gelb hinterlegen. Oder nehmen wir hier so ein. Wir nehmen mal den. Kopiere ich mir hier einmal und umbenennen machen wir mal Post. Und jetzt wichtig, Punkt BMP. Jetzt fragt er, ob wir die Endung ändern wollen. Möglicherweise wird es unbrauchbar. Nein. Also ja, wollen wir, weil dadurch wird die Datei erst für uns brauchbar. Jetzt können wir sie öffnen. Und jetzt sehen wir alles da. Das ist Teil Nummer 1 und dann habe ich mir gedacht, wir nehmen von diesem hier das Fahrerhaus. Den lasse ich jetzt einfach mal hier in... Achte, alles weg. Machen wir einfach Kopie. Auch BMP, ganz wichtig, sonst können wir es nicht öffnen. Nee. Nicht Unterstrich, sondern Punkt. Genau. So. Jetzt kopieren wir von dem hier. Einfach hier nur unten diesen Bereich vom Fahrerhaus und kopieren das hier rein. Dann haben wir das schon mal. Jetzt müssen wir eigentlich, können wir schon anfangen, das hier alles gelb zu machen. Dann nehmen wir, ich guck mal, ob wir das hier rauskopieren. Ja. Machen wir hier ein neues Bild. Können wir hier mit der Pipette das Gelb abgreifen und nehmen uns dann hier das Rechteckwerkzeug, gehen in Filmmodus gefüllt sozusagen, wie heißt das richtig? Gefüllte Form, genau. Und halt, das Wichtigste haben wir vergessen, natürlich legen wir uns immer eine Hintergrundebene an und die eigentliche Hintergrundebene stellen wir auf Multiplizieren. Gehen dann hier auf unsere Ebene 2, die ich jetzt mal Farbe. Darauf malen wir. Und da wird die Plane gelb. Ich würde sagen, farblich sieht es gar nicht so schlecht aus. Ist zwar ein bisschen dreckig, aber ich denke, das lassen wir so. Jetzt müssen wir hier unten mal gucken, dass wir hier nicht zu weit übermalen. Oh, ich denke, das sieht auch ganz gut aus. Das ging jetzt einfacher, als ich dachte. Auch hier nochmal. Erstmal bis hierher. Ja, das sieht gut aus. Dann die Ecke hier. Ja. So. Hier unten können wir ein bisschen rausradieren. Hier können wir jetzt einfach ja den Radierer nehmen. Die alles Überschüssige ein bisschen. Gerade das hier, das muss nicht unbedingt so überstehen. So. Machen wir es hier auch. So. Und das hier. Dann haben wir das Gelb und das Fahrerhaus. Ja, der silberne Streifen ist jetzt ein bisschen blöd. Kriegen wir den noch weg? Ne, den haben sie alle. Na, wenn den alle haben, dann lassen wir den auch so. Dann machen wir das einfach so. Dann lassen wir den auch da. Und ziehen jetzt bloß hier das Gelb rüber. So.
Aber hier, das gefällt mir nicht. Warum ist da ein roter Streifen dran? Der darf höchstens schwarz sein. Das ist nicht schön. Kriegen wir den weg? Ja. Dann nehmen wir mal uns hier die Farbe, also auf den Hintergrund, nehmen uns hier die Farbe ab irgendwie von, ja, von irgendwo hier drüber, vielleicht nicht hier so ein dunkles Grau, aber hier von direkt da drüber und dann zeichnen wir das mal hier nach, Strichstärke 2. Mal so. Und da hinten auch. Hier sollten wir vielleicht ein bisschen dunkler nehmen. Beziehungsweise man könnte jetzt auch einfach sich mal diesen Bereich hier kopieren und da hinsetzen. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt überlege ich, da ziehen wir aber noch den schwarzen Strich wieder hin. Also Farbe schwarz, nehmen wir mal nicht ganz so doll. Strichstärke 1. So. Von da bis da. Und hier auch einmal so schräg. Sieht besser aus als mit diesem Rot hier. Machen uns das ganz einfach. Kopieren das hier einfach. Neues Bild. Einfügen. Jetzt über Ebene horizontal spiegeln. Wieder kopieren. Und einfügen hier drüben. Jetzt können wir das hier schön mit den Pfeiltasten an die richtige Stelle rücken. Oh, so. Hier oben. So würde ich sagen, können wir das lassen. Das passt doch. Nur hier haut es irgendwie nicht ganz hin. So machen wir das. Das sieht gut aus. Dann haben wir das. Den Grill hier könnte man natürlich auch noch ausschneiden. Der muss jetzt nicht unbedingt gelb. Nee. Also die Schriftzüge hier schneiden wir mal noch aus. Also gehen wir auf die Farbe wieder. Nehmen uns das hier und einmal entfernen. Und hier auch einmal entfernen. Genau das gleiche machen wir hier beim Grill. Von da bis da entfernen. Ja, wesentlich besser. Die Ecken können wir hier ein bisschen größer stellen. Den Pinsel können wir eigentlich noch größer stellen. Hier so ein bisschen rund ausradieren. Zack, zack, zack. So. Die andere Seite. So. Was ist jetzt noch zu viel gelb? Eigentlich nichts, ne? Dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch das Postlogo da dran schmeißen. Nehmen wir das gleich so, ja. Halt, wir müssen mal gucken, wie groß wir das brauchen. Ne, wir nehmen mal die Höhe, so hoch ungefähr. Bin ich jetzt irgendwie. Ach, ich habe auf der falschen Seite geguckt. Ich habe immer die ganze Zeit hier geguckt. Also, so hoch brauchen wir das. Sagen wir 65. Also, Steuerung R, ihr müsst. Also hier. Ne? Bild, Größe ändern oder Steuerung R. Dann sagen wir Höhe, hier Seitenverhältnis, muss der Haken drin sein. Sagen wir Höhe 65.
reicht aus. Kopieren wir das und einmal einfügen hier. Auch schön auf die Hintergrundebene, ne? Da und mach es hier unten hin. Und hier. Also, das ist praktisch hier die Seite und das ist das Dach und das ist vorne und hinten. Dann machen wir das noch mal kleiner. Oder sieht das aus, wenn wir es hier hinpacken? Ja, aber es darf höchstens wie breit sein. Sagen wir mal 80, ne? 79 machen wir 80 breit. Also wieder Steuerung R, diesmal die Breite 80. Hier eingegeben. Okay. Kopieren und einfügen. Zack. Und zack. Und dann haben wir das. Dann schreiben wir hier oben auch nochmal Deutsche Post hin. Das machen, lassen wir in der. Ne, machen wir mal zurück hier einmal. Dann kopieren wir nur den Schriftzug. Und den können wir dann einfach hier oben drüber. Ja. Normalerweise hätte ich ihn hier hingesetzt, aber jetzt haben wir den blauen, den Strich da gelassen. Ist das jetzt mittig? Ja, ne? Gut. Ich habe ein ziemlich einfaches Repaint erstellt. Ich denke mal, damit können wir schon mal relativ zufrieden sein. Das Ganze müssen wir jetzt noch wie folgt abspeichern. Datei, speichern unter, DDS und Wechselbrücke Post können wir so lassen. Speichern und jetzt muss hier oben DXT5 eingestellt sein. Okay, Ebenen zusammenfassen. Und jetzt müssen wir noch eine Sache machen, bevor wir das vergessen, ganz wichtig. Jetzt, wenn das hier zusammengefasst ist, geben wir hier eine 10 ein. Jetzt sieht man es nicht mehr, also nur wenn man wirklich ganz genau hinguckt, kann man hier noch so ganz leichte Umrisse erkennen. Aber das ist gar kein Problem. Das nochmal so abspeichern. Und dann könnt ihr das schließen. Das brauchen wir ja nicht mehr. Jetzt haben wir hier irgendwo... Da haben wir es, die Wechselbrücke. Wenn ihr das jetzt wieder bearbeiten wollt, geht ihr einfach auf... Halt, geht ihr einfach in dieses Plugin hier rein. In Color, genau, also Effekte Color. Wie man das installiert, habe ich mal in einem anderen Tutorial gezeigt. Das gibt es jetzt hier oben in der Ecke zu sehen. Alpha 2 255. Und dann habt ihr alles wieder da, könnt das bearbeiten. Vorm Abspeichern geht ihr wieder rein. Stellt wieder 10% ein oder 10 sozusagen ein und speichert das immer so ab, dann wird es bei euch richtig angezeigt. So, damit wir das jetzt auch sehen, was wir da Schönes gemacht haben, habe ich jetzt hier mal vorbereitet, Wechselbrücke 01, das heißt dann Post. Jetzt habe ich die anderen Repaints hier, die hier mal alle aus den Lackierungen rausgenommen. Und jetzt wird nur noch das Post-Repaint angezeigt. Und dann gehen wir mal auf Grundorf und gucken uns das Ganze mal an. So, und da haben wir hier unser gutes Stück. Das sieht doch richtig gut aus. Wir haben ein blaues Fahrgestell unter. Man konnte sich wahrscheinlich kein anderes leisten oder eine blaue Pritsche drunter. Aber hier schön der Postschriftzug dran. Das hier ist leider nicht so gut geworden. Da wusste ich nicht, wie das wird, aber das ist doch gut hier. Kann man alles lesen. Der silberne Streifen, ja, der war halt damals so. Kann ich auch nicht ändern. Ja, damit hätten wir doch unser Repaint gut hinbekommen. Dann sage ich jetzt mal viel Spaß beim Nachmachen und dann will ich jetzt viele bunte LKWs in Omsi durch die Gegend fahren sehen. Bis dahin, tschüss!